Spielzeugkiste. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Ralfs Spielzeugkiste. Heute haben wir etwas von Feuerwehrmann Sam mit dabei. Und zwar den neuen Ultimate Jupiter. Dies ist mittlerweile die dritte oder sogar vierte Reinkarnation des Spielzeugs Jupiter. Und jedes Mal verändert sich Jupiter ein bisschen. Am Anfang war er aus Metall, konnte Wasser spritzen, dann gab es die Wasserspritzfunktion nicht mehr, dann bekam er Licht und jetzt haben wir alles in einem. Und wir können ihn auch direkt testen, und zwar hier. Man hört es nur sehr leise, aber das ist ja bei so einem Spielzeug auch nicht schlecht, wenn man nicht direkt sein Gehör verliert. Den Ultimate Jupiter habe ich mir wieder bei Spielwaren Hegmann bestellt. Kein Affiliate-Link, unten in der Beschreibung ist aber der Link zum Webshop. Dann würde ich sagen, zeige ich euch einmal den Karton und alle Informationen, die wir dem entnehmen können. Und dann würde ich sagen, packen wir das Ganze mal aus. Auf der Frontseite haben wir wieder quasi Klarglas bzw. Kunststoff und wir können dort entsprechend durchsehen. Und sehen hier wieder Licht und Sound. Voll bewegliche Figur, nichts Neues. Und wir haben einen Lautsprecher da drin. Wobei müsste es nicht Mikrofon heißen. Also das kennen wir schon von der neuen Feuerwache und auch von der Wasserwacht. Mal gucken, wie die Qualität hier ist. Und wir haben hier die elektrische Seilwinde und einen Wasserspritzer auf der ersten Seite. Obendrauf haben wir die gleichen Informationen, aber hier auch noch die Drehleiter mit dem Wasserspritzer, dem Scheinwerfer und die Figuren und das Zubehör, welche enthalten sind. Auf der Rückseite haben wir hier schön in Szene gesetzt den Jupiter und wir sehen, es gibt einen neuen Style von Penny. Ich habe euch den schon mal gezeigt. Ich habe den mal als Ersatzfigur bekommen. Mal gucken, ob jetzt der Pferdeschwanz dran ist oder ob der auch wieder abgebrochen ist. Ansonsten hier auch nichts Neues. Auf der Seite im Prinzip auch nichts Neues. Und auf dieser Seite finden wir auch ein Bild von Jupiter in Action. Unten drunter wieder mal der Feuerwehrausweis und der Hinweis, wie man das Ganze mit Wasser befüllt und wie man Batterien wechselt. Wobei, dem Geräusch nach, müssten da eigentlich Batterien bei sein. Dann würde ich sagen, packen wir das Ganze mal aus. An dieser Stelle haben wir alles ausgepackt. Das war jetzt ein bisschen knibbelige Arbeit, weil die Sachen sind in den Kartons wirklich sehr fest eingepackt. Dann würde ich sagen, schauen wir uns erst einmal die Figuren an. Hier haben wir Penny Morrison, die hat einen Pferdeschwanz. Ihr kennt diese Figur schon aus einem Ersatzpaket oder einer Ersatzlieferung, die ich mal von Simba bekommen habe. Der bricht sehr schnell ab. Deshalb weiß ich nicht, ob das so ideal ist, denn ich wüsste jetzt nicht, dass Penny ihre Frisur in der Serie gewechselt hat. Zu Feuerwehrmann Sam, glaube ich, müssen wir nicht viel sagen. Den haben wir schon x-mal in allen Sets gehabt. Und hier haben wir die Tüte mit den Helmen, dem ganzen Zubehör. Auch das nichts Interessantes, aber das erweitert natürlich das Spielerlebnis für die Kinder. So, ich bin auch ganz gespannt auf die Funktionen, denn ich sehe ihn jetzt auch zum ersten Mal in dieser Form. Ich kenne die anderen Versionen schon, aber gucken wir erstmal, was denn unser Walkie-Talkie kann. Tja, 1, 2, 3, da kann es nichts, aber wir müssen auch unten umstellen und zwar steht es auf Try Me, jetzt müssen wir es umstellen auf On. Hier sehen wir auch direkt den Wassertank, wenn wir schon mal hier unten sind, den können wir rausdrehen und dann öffnen. Ich mache das jetzt nicht, weil ich finde diese Wassergeschichte selber nicht so toll. Gut, dann probieren wir mal, ob es funktioniert. Achtung, Achtung, hier spricht die Feuerwehr. Hier ist Feuerwehrmann Sam.
Ja, klingt sehr blechernd, aber das ist jetzt auch keine Überraschung. Das hatten wir bei den anderen Sets genauso. Ja, dann haben wir hier oben das Licht. Das kann man, glaube ich, auch sehr gut erkennen. Den Suchscheinwerfer, schönes Gimmick. Und wir haben hier vorne die Seilwinde. Jetzt zieht man die raus und dann kann man tatsächlich die Seilwinde elektrisch einfahren. Zeige ich euch nochmal von Namen. Da haben wir es hier und der Knopf sorgt dafür, dass das Seil eingeholt wird. Das finde ich ehrlich gesagt toll. Also die Seilwinde hier, die dreht sich gar nicht mehr, sondern der Motor sitzt dann entsprechend hier in Jupiter drin. Auch das Lenkrad ist auf der rechten Seite, was ja klar ist, weil das ist eine britische Serie. Ja, dann haben wir hier die Funktionalität wieder zum Ausfahren mit der Drehleiter. Und wir haben jetzt hier bei der Drehleiter tatsächlich einen Schlauch, der ist fest, den kann man nicht mehr abnehmen. Jetzt frage ich mich gerade, ob das so, nee, soll nicht so sein. Dann kann man den hier reinstecken. So. Und wir drücken hier am Feuerwehrwagen den Knopf und dann würde das Wasser aus dem Tank von gerade aus dem Schlauch hier oben rauskommen. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Wir haben auch hier wieder die Fächer auf der Seite. Und mal gucken. Aha, wir haben auch hier wieder das Fach. Das fehlte ja bei dem Hollywood Jupiter komplett. Da können wir das ganze Zubehör reinstecken. Ich zeige es auch noch mal von nahem. Es fährt raus, wenn man es öffnet, und fährt rein automatisch, wenn man es schließt. Und dann haben wir auf der Seite, tja, auf der Seite haben wir jetzt kein Fach mehr, weil hier die Mechanik ist, um die Pumpe zu aktivieren. Wir haben also nur diese Verblendung, die fest ist. Ja, hier ist noch das Tesafilm von der Fahrertür, das lasse ich jetzt mal dran. Das kann man sich, glaube ich, gut vorstellen, dass man das öffnen kann. Wir haben hier wieder die Gummi-Außenspiegel, die nicht so leicht abbrechen. Wir haben hier das Batteriefach. Und, ja, ach, den Knopf habe ich noch gar nicht gedrückt, ne, um den Alarm auszulösen. Ja, also auch das ähnlich wie bei den alten Versionen. Hier hinten haben wir die Anhängerkupplung, um zum Beispiel das Zusatzfahrzeug mit dem Löschanhänger anzuhängen. Das ist aus dem Feuerwehrmann Sam Film. Den gibt es auch jetzt für 15, 20 Euro im Einzelhandel oder online. Und natürlich vorne auch das Licht nochmal. Ach, das scheint nicht zu funktionieren. Da gucke ich gleich nochmal auf die Verpackung, weil das wäre natürlich auch schön, wenn man hier was sehen würde. Tut man aber nicht. Hat auch nichts mit der Seilwinde zu tun. Kann man, ach, seht ihr, da kann man es einschalten. Oben mit dem Licht, mit dem Suchscheinwerfer geht das Licht an. 59,99 als UVP ist das für den Ultimate Jupiter natürlich schon eine Hausnummer. Jetzt darf man nicht vergessen, da fließt immer wieder ein bisschen Entwicklung rein, beziehungsweise Umentwicklung. Man macht da ein Mikrofon dran, um den Spielspaß zu erhöhen. Ich für mich muss sagen, dieser Spielspaß, der ja durch dieses Mikrofon dazukommt, ob der so groß ist, das weiß ich nicht. Die Frage ist tatsächlich, gefällt das den Kindern? Ist das langlebig oder passiert es dann irgendwann, wenn ich mal hier schaue, bricht das schnell ab? Oder bricht das schnell ab, dann hätten wir natürlich hier insofern Theater, als dass die Kinder da enttäuscht sind, zu Recht. Wie ist das mit dem Wasser? Spritzt das immer gut raus? Verstopft das? Wie kriegt man es sauber? Hat man da hinterher einen Schimmelpilz drin? Das sind alles so Kleinigkeiten, die muss man, glaube ich, herausfinden. Batterien sind inkludiert, das stand auch gar nicht drauf. Da bin ich positiv überrascht. Wir haben zwei Figuren, von denen ja eine im Grunde der Sam ist wie immer und die Penny in der neuen Version. Das gefällt mir relativ gut. Und wir haben natürlich hier das Standard-Zubehör, was jetzt nicht der Brüller ist. Wir haben so ein kleines Diorama hier hinten. Wenn man das aufklappt, hat man natürlich so eine Spielwelt, die man ja nutzen kann, um sein Kinderzimmer in Pontypenty zu verwandeln. Naja, für 60 Euro würde ich den nicht neu kaufen, wenn ich schon einen habe. Vielleicht haben wir Glück vor Weihnachten, dass es den für 50 Euro irgendwo gibt. Aber das ist immer noch ein stolzer Preis, um etwas zu ersetzen, was man schon hat. Haben eure Kinder aber noch keinen Jupiter, dann kann man den natürlich super benutzen. Der passt in die neue Feuerwache
Wobei ich jetzt natürlich mich auch wieder frage, ob der durch das Tor passt mit seinem angehängten Mikrofon. Das ist dann die Frage wieder. Oder ob Simba dann nächstes Jahr wieder eine größere Feuerwache rausbringt, wo dann auch der reinpasst. Das habe ich ja mal als Antwort bekommen, dass der letzte Jupiter nicht in die ganz alte Feuerwache passte, dass ich mir doch die neue kaufen soll. Das nur nebenbei, zu viel will ich da jetzt auch nicht meckern. Das sieht robust aus, das Spielzeug. Ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich mal hält. Ich habe jetzt keine Punkte gefunden, wo ich sage, das bricht schnell auseinander. Es ist natürlich auch ein erprobtes Spielzeug bei Simba, das es schon mehrere Jahre in verschiedenen Formen gibt. Na, was haltet ihr vom neuen Ultimate Jupiter? Schreibt es gerne in die Kommentare. Gerade frisch erschienen im Hause Simba Toys, sollte jetzt bald im Einzelhandel sein. Link zu Spielwaren Hegmann, das ist kein Affiliate-Link, den findet ihr unten in der Beschreibung. Und ihr findet auch einen Affiliate-Link von Amazon in der Videobeschreibung. Da kriege ich eine kleine Provision, für euch kostet es nicht mehr und ihr unterstützt meinen Kanal damit. Hat euch das Video gefallen, dann lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und nicht vergessen, teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, hier bei Ralfs Spielzeugkiste.